Shin Megami Tensei 56, Devil Summoner 5, Soul Eckers 2 oder wie Atlus es clevererweise stattdessen genannt haben, einfach Soul Eckers 2, ist der neueste Ableger der mittlerweile weltweit gefeierten Shin Megami Tensei-Reihe. 1997 erschien das erste Soul Eckers exklusiv in Japan als Spin-Off der Devil Summoner-Reihe, die wiederum selbst ein Spin-Off von Shin Megami Tensei darstellte. 2013 schaffte es das JRPG mit reichlich Verspätung in Form eines Remakes für den Nintendo 3DS endlich auch in den Westen. Nun veröffentlichen Atlus nochmal knapp 10 Jahre später, ziemlich unverhofft mit Soul Eckers 2, ein Sequel, das sämtliche anderen alten Namen abstreift, um nun seine ganz eigene Identität aufzubauen. Und eins vorweg, das gelingt. Soul Eckers 2 trägt zwar den Titel eines Sequels, ist aber im Kern ein Reboot. Ich selbst habe Soul Eckers 1 nie gespielt und zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, irgendetwas verpasst zu haben. Zwar versprechen die EntwicklerInnen einige Referenzen an den ersten Teil, nötig für den Spielgenuss sind diese aber ganz offensichtlich nicht. In Soul Eckers 2 finden wir uns in einer neonfarben beleuchteten Science-Fiction-Welt wieder, in der die unvorstellbaren Datenmassen des Internets ein eigenes Bewusstsein geformt haben. Aeon. Aeon ist dabei so etwas wie eine allgegenwärtige, allwissende Göttin. Gefüttert von niemals enden wollenden Datenströmen ist sie in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Und sieht diese bald in einer alles zerstörenden Apokalypse enden. Um diese abzuwenden, entsendet Aeon einen von ihr geformten künstlichen Menschen als Agenten namens Ringo. In der Rolle der erst vor kurzem zum Leben erweckten Super-KI ist es nun an uns, ein vierköpfiges Team zusammenzustellen und die Welt zu retten. Und wie machen wir das? Natürlich, indem wir Dutzende Dämonen sammeln, fusionieren und mit immer besseren Fähigkeiten ausrüsten. Wer schon Persona oder Shin Megami Tensei gespielt hat, der kennt das Prinzip. Soul Eckers 2 weiß sich aber durch eine ganze Wagenladung Besonderheiten von den großen Vorbildern abzugrenzen. Im Kampfbildschirm sind wir immer mit unseren vier Hauptprotagonisten unterwegs. Die Dämonen stecken stattdessen in ihren Waffen. Und diese können wir ganz wie wir wollen konfigurieren. Im Gegensatz zu Persona kann hier jede Figur jeden Dämon beschwören. Natürlich gibt's aber Stärken und Schwächen zu beachten. So skalieren Eros Fähigkeiten etwa besonders gut mit Eiszaubern, während Saizo besonders gut als Heiler geeignet ist. Trotz dieser Vor- und Nachteile ließ ich meine Dämonen aber ständig von einem Charakter zum nächsten wandern. Denn egal wie effizient Arrow nun auch mit Eiszaubern umgeht, wenn mein aktueller Gegner immun gegen diese ist, hilft mir das auch nicht weiter. Denn in Soul Eckers 2 ist es essentiell wichtig, die Schwächen der Feinde möglichst effektiv auszunutzen. Für Fans anderer SMT-Ableger wird das keine große Überraschung sein, auch hier findet Atlus aber eine ganz eigene Variation des bekannten Spielprinzips. Wenn wir mit einem Element angreifen, gegen das der Gegner besonders anfällig ist, macht dieser Angriff nicht nur besonders viel Schaden. Zusätzlich springt auch noch ein Zähler in der oberen Ecke des Bildschirms auf 1 und erhöht sich mit jeder ausgenutzten Schwäche weiter. Sobald alle vier Protagonisten angegriffen haben, wird dann zum Rundenende automatisch ein Angriff auf alle Gegner gleichzeitig durchgeführt. Je höher der Zähler, desto größer der Schaden. Mit zunehmender Spielzeit wird dieses simple Spielprinzip unter anderem dank extrem mächtiger Skills immer weiter aufgebrochen und erweitert. So ist es dann etwa möglich, den Zähler immer höher steigen zu lassen oder zusätzlich zum ausgeteilten Schaden auch noch unsere Helden zu heilen, zu buffen oder den Gegnern MP zu klauen. Diese Progression fühlt sich großartig an und funktioniert über die gesamte Spielzeit von etwa 50 Stunden. Bis in den letzten Dungeon hinein freute ich mich noch auf neue Skills, die mich motivierten, mein Spielverhalten zu verändern und mit immer größer und absurder werdenden Kombos den ebenso immer stärker werdenden Dämonenhorden Herr zu werden. Der weiter in die Höhe steigende Zähler ist aber natürlich nicht die einzige Progressionsmechanik. Ganz im Gegenteil. Geschickt, versteckt und abstrahiert Soul Eckers 2 gleich eine ganze Handvoll Skilltrees und bettet sie dynamisch in die Spielwelt ein. Dabei greift ein Zahnrad ständig ins nächste, die verschiedenen Systeme hängen alle zusammen und befüttern sich gegenseitig.
Beim Erforschen der sehr klassischen Dungeons finden wir gelegentlich einzigartige Items, mit denen wir sogenannte Hangout-Events freischalten. Diese nehmen in etwa die Rolle ein, die in Persona die Social Links innehaben. Mit jedem neuen Hangout gibt's ein Gespräch zwischen Ringo und den gerade passenden Teammitgliedern. Dadurch erfahren wir nicht nur zahllose Details über die Figuren, ihre Ängste, Träume, Stärken und Schwächen, sondern verbessern auch ihre Beziehung zueinander. Im Gegensatz zu den Persona-Spielen wird diese zwischenmenschliche Beziehung hier sehr transparent mit einer Zahl visualisiert. Alle 10 Punkte schalten wir so einen neuen Teil der sogenannten Soul Matrix frei. Hier wird's nun ziemlich abgefahren. Die Soul Matrix ist eine begehbare Visualisierung der Gedanken und Erinnerungen unserer drei Partymitglieder. In Solicast 2 nehmen die natürlich, wie könnte es anders sein, die Form eines typischen JRPG-Dungeons an. Je besser die Beziehung zwischen Ringo und ihren Kameraden, desto mehr Ebenen werden in jeder Soul Matrix freigeschaltet. Und mit jeder neuen Ebene schalten wir auch immens wichtige Spezialfähigkeiten für den jeweiligen Charakter frei. So bekommt Arrow etwa die Fähigkeit, den Zähler um 2 statt einen Punkt nach oben schnellen zu lassen, immer dann, wenn er einen gegnerischen Schwachpunkt mit einem Eiszauber ausnutzt. Ein exklusiver Pro-Tipp für euch: Konzentriert euch möglichst früh auf die Soul Matrix von Melody, mit der ihr schließlich eine Sprintfähigkeit freischaltet, die der Erkundung der optisch völlig abwechslungsarmen Konzentriert euch möglichst früh auf die Soul Matrix von Melody, mit der ihr schließlich eine Sprintfähigkeit freischaltet, die die Erkundung der optisch völlig abwechslungsarmen Seelenmatrizen deutlich erträglicher macht. Zusätzlich zu den Story-Inhalten und Skills gibt's mit jeder neu freigeschalteten Ebene aber natürlich auch neue Dämonen zu entdecken. Heißt auch, neue Fusionierungsmöglichkeiten, neue Zauber und, ganz wichtig, neue Materialien, mit denen wiederum die Waffen unserer Party weiter verbessert werden können. Ihr merkt, alle Systeme haben irgendwie Kontakt zueinander. Jedes freigeschaltete Feature führt im Umkehrschluss wieder zu neuen Challenges, die wiederum zu neuen Features und Skills führen. Dieser Feedback-Loop funktioniert großartig und sorgt gemeinsam mit dem franchise-typisch sehr soliden, rundenbasierten Kampfsystem dafür, dass Solicast 2 an der Gameplay-Front fast alles richtig macht. Wenn da nicht das Level-Design wäre. Denn während Persona 5 die baukastenartigen Levelschläuche seiner Vorgänger durch abwechslungsreiche, mit Skriptsequenzen, einzigartigen Herausforderungen und Abkürzungen befüllte Abenteuerspielplätze ersetzte und Shin Megami Tensei 5 seine klassischen Dungeons zugunsten mehrerer kleiner, offener Welten zurückließ, könnten die Dungeons von Solicast 2 so auch aus dem Original aus den 90er Jahren stammen. Jedes Dungeon besteht aus den immer gleichen 2, 3 Räumen und Fluren, die scheinbar willkürlich aneinander gepappt werden. Wenn es mal nach links oder rechts geht, dann nur, um kurz danach in einer Sackgasse ein Item oder Dämon aufzusammeln. Anschließend geht's zurück zum Hauptpfad. Persönlich hätte ich damit erstmal gar kein großes Problem, wenn da nicht eben die fehlende optische Abwechslung wäre. Wenn ich in Lost Odyssey oder Final Fantasy X lineare Levelschläuche entlang renne, dann fällt mir das gar nicht wirklich auf, weil ich so abwechslungsreiche und wunderschöne Orte bereise. Abgesehen von der Soul Matrix im PlayStation 2 Dashboard Look bereisen wir in Solicast 2 aber nur eine knappe Handvoll Dungeons, die dann auch noch mit einer einzigen Ausnahme völlig austauschbare und endlos langweilige Gebiete darstellen. Ich hoffe, ihr habt Bock, viel, viel Zeit in U-Bahn-Schächten und den Fluren eines verlassenen Bürogebäudes zu verbringen. Ist die Erkundung selbst in den ersten Spielstunden noch ziemlich selbsterklärend, überbieten sich die späteren Soul Matrix-Ebenen und Hauptstory-Dungeons aber mit völlig unübersichtlichen Teleportern, die mich wild von einem Ende des Levels zum nächsten werfen, ohne dass ich vorher irgendeine Chance hätte, dies vorherzusehen. Das Ergebnis: Ich gehe per Trial and Error so lange sämtliche Teleporter durch, bis ich endlich den richtigen Weg gefunden habe. Da hilft dann auch die den halben Bildschirm überlagernde Karte nichts mehr, weil sie leider nicht zeigt, wie welche Teleporter miteinander verbunden sind. Gepaart mit der extrem schlauchigen Levelarchitektur und meinem Willen, jeden Winkel der Level auch wirklich abzulaufen, um an alle optionalen Items und Schätze zu kommen, führt das dazu, dass ich meist nur auf meinen Pfeil auf der Karte starre, statt wirklich auf das Dungeon selbst.
Diese völlig kreativlosen Dungeons sind auch deshalb so schade, weil das Spiel ansonsten audiovisuell richtig zu beeindrucken weiß. Zwar dürfen wir nur einige ausgewählte Straßen einer futuristischen Version Tokios erkunden, diese erstrahlen aber in hübschem Neonglanz. Das wahre Highlight sind aber die Character Designs und Dämonen. All die legendären Monster der Reihe nun endlich so wunderschön detailliert und hoch aufgelöst zu sehen, das ist ein wahrer Genuss und macht jede neue Fusion nochmal ein bisschen aufregender. Auch cool, einige der Dämonen kommen bisher nur in den alten Retro-Spielen vor und feiern hier ihr HD-Debüt. Der gesamte Cast beeindruckt währenddessen mit ausdrucksstarken Outfits und Designs. Manga-Zeichner Shiro Miwa hat hier großartige Arbeit geleistet. Auch der Soundtrack hat einige echte Highlights zu bieten, auch wenn er gerade in den Dungeons etwas zu sehr zu austauschbarer Berieselung neigt. In einigen Story-Sequenzen oder beim Durchstöbern der Handvoll Shops merkt man aber eindeutig die Handschrift von Nier-Komponist Keiichi Okabe, der sich gemeinsam mit einer Handvoll Komponisten seiner Produktionsfirma Monaka für den Soundtrack verantwortlich zeichnet und selbst auch noch als Sound Director tätig war. Mit Persona veröffentlicht Atlus alle Jubeljahre ein neues, riesiges Story-Epos mit Fokus auf Geschichte und Charaktere. Shin Megami Tensei selbst wiederum kommt nur mit der vagen Idee einer Geschichte aus, voller Figuren, die kaum mehr sind als gut und böse Schablonen, um die Wahl des Endings ein bisschen persönlicher zu machen. Wie Shin Megami Tensei 5 gerade erst bewies. Und wo landet Solecast 2 auf der SMT-Persona-Skala? In der goldenen Mitte. Solecast 2 verbringt deutlich mehr Zeit mit seiner Geschichte als Shin Megami Tensei 5 und bevölkert sie mit zahlreichen, facettenreichen Figuren, legt aber umgekehrt auch einen deutlich größeren Fokus auf das Erforschen von Dungeons und Erledigen von Zeitquests als Persona 5. Gerade die drei Charaktere, mit der Ringo die Welt retten soll, sind wunderbar vielschichtige Menschen mit etablierten Weltanschauungen, Traumata und Vorlieben. Am Ende des Spiels verhalten sie sich völlig anders untereinander als noch zu Anfang und machen so allesamt eine spürbare Charakterentwicklung durch. Besonders toll, Ringo ist nicht etwa wie üblich eine größtenteils stille Protagonistin ohne eigene Charakteristika. Sie ist wohl die Figur mit den meisten Dialogzeilen im ganzen Spiel und überzeugt durch eine wunderbar verspielte Persönlichkeit, die aber nicht so überzeichnend ist, dass sie wieder nervig werden würde. Ringo? Sorry. It started raining over here. Wow. Crazy. I can feel my skin reacting to this. It's all weird and shivery. An understandable reaction, considering we've never experienced it before. You'll just have to get used to it. Yeah, great. Like how we have to get used to being stuffed into these bodies. I'm like a factory-made sausage. Als einerseits allwissende Super-KI, andererseits frisch geborener Mensch, kommt sie ganz natürlich als interessante Gesprächspartnerin daher, die dankend jegliche Exposition annimmt, sie aber regelmäßig mit interessanten Gedanken zu hinterfragen weiß. Besonders positiv möchte ich hier die englische Übersetzung hervorheben. Während diese in Persona 5 und Shin Megami Tensei 5 noch äußerst steif, unnatürlich und zu oft schlicht mit unsinnigem Englisch daherkam, spricht Ringo ganz selbstverständlich daher, als wären ihre Dialoge von einem englischen Muttersprachler geschrieben worden. Hier und da gibt's noch immer direkt übersetzte Sprichworte und Vergleiche, die im Englischen einfach nicht so richtig funktionieren wollen, oder kleinere Fehler wie hier, wo Arrow eigentlich this statt that conversation sagen müsste. Insgesamt ist das Writing aber deutlich besser als in vergangenen Atlus-Spielen, nicht nur dank der Übersetzung. Denn Solecast 2 traut sich immer wieder, überraschend komplexe Themen zu behandeln und beeindruckt regelmäßig mit der Weigerung, seine Figuren und Konflikte in einfache Schubladen zu packen. Das können ganz simple, kleine Momente sein, etwa wenn das Team über die Ursprünge des verlassenen U-Bahn-Systems spricht und empathisch die dort lebenden Obdachlosen erwähnt. Und mit einem simplen Satz sogar ein sehr vollständiges Bild der Welt von Solecast 2 zeichnet. Oh, I remember that mess. So you remember 10 years ago there was a lot of talk about public works building fancy new subway lines? Earthquake-resistant architecture and all? Yeah, turns out that died in bureaucratic hell. Too much red tape to fund it. They ended up scrapping it midway and reinforcing the existing lines instead. So, with all these fancy new subway tunnels unfinished and unused, the homeless communities moved in. Fat cats weren't too happy about that. Casualties of the unemployment crisis.
One of the unfortunate downsides to the AI industry is World of Tomorrow. Allgemein ist der Umgangston hier deutlich erwachsener als in Persona. Keine der Figuren muss noch seinen Coming-of-Age-Arc erleben. Die Probleme von Arrow, Saizo und Melody könnten gar nicht weiter von denen von Schülern entfernt sein. Das ist inhärent nun weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes. Aber es ist etwas anderes. Und es erlaubt den Autoren, die Figuren ruhige, immer wieder überraschend lange Gespräche über vergangene Beziehungen, Zukunftspläne und unerfüllte Wünsche führen zu lassen. Besonders toll, Soul Eckers 2 kommt vollständig ohne Fanservice aus und schafft es, diverse unliebsame JRPG-Klischees zu umschiffen. Zumindest, wenn ihr auf den natürlich vorhandenen Bikini-DLC verzichtet. Ebenfalls lobenswert, sowohl die japanische als auch die englische Sprachausgabe ist jederzeit auswählbar. Die englischen Sprecher waren durchgehend so gut, dass ich nach kurzem Antesten der japanischen Tonspur gerne wieder zu ihnen zurückgekehrt bin. Auch nicht selbstverständlich, alle Texte wurden vollständig ins Deutsche übersetzt. Die Footage, die ihr hier seht, ist größtenteils aber trotzdem auf Englisch, da mich die deutsche Übersetzung wiederum das Lockere und Natürliche der englischen Texte vermissen ließ. Soul Eckers 2 stellt nach Shin Megami Tensei 5 und Persona 5 den nächsten potenziellen JRPG-Hit von Atlus dar. Auf dem ähnlichen Gameplay-Fundament aufbauend, schafft es das Team von Atlus, dem neuesten Ableger der SMT-Reihe eine ganz eigene Identität zu geben und sowohl erzählerisch als auch spielerisch in neue Kerben zu schlagen. Zwar wird der Plot als Ganzes wenige Originalitätspreise gewinnen, durch die Figuren und ihre Beziehungen zueinander hatte ich aber trotzdem große Freude daran, mehr über diese Welt zu erfahren. SMT-Veteranen werden freudig feststellen, dass Soul Eckers 2 zu großen Teilen noch immer ein Hardcore-Dungeon-Crawler ist, während von Persona 5 verwöhnte Fans wohl nur mit Schwierigkeiten über die völlig abwechslungsarmen Levelschläuche und immer gleich aussehenden Dungeons hinwegkommen werden. Wer das aber schafft, bekommt ein erzählerisch und spielerisch komplexes JRPG, dem es geschickt gelingt, Traditionen und Modernes zu einem verdammt spaßigen Paket zu schnüren.